So, hey Leute, damit auch willkommen zu einem neuen Server-Tour. Und heute haben wir ein paar kleine Hacker hier auf dem Server, die mal ein bisschen zur Rechenschaft ziehen wollen. So würde ich auch mal sagen, wir werden erstmal den ersten hier reinmoven, und zwar den Beastie. Hallo? Hi. Ja, uns wurde mitgeteilt, dass du auf den Server gehackt hast. Ich hab den Server gehackt? Ja. Und wie gesagt, wir sind halt nett für ehrliche Leute. Na, Ehrlichkeit finden wir halt sehr wichtig. Du bist nicht der Echte aus Kalter, ne? Doch. Ach du Scheiße. Naja, deswegen gibt's jetzt auch richtig Stress, Mann. Also, wenn du jetzt nicht ehrlich bist, ne? Was ist Scheiße? Dass du entlarvt wurdest? Ich wollte fragen, ob ich auf den Ark-Server kann. Naja, wenn du jetzt nicht auf dem Minecraft-Server gehackt hättest, vielleicht. Ach du Scheiße. Ich darf das nicht machen. Also, was hast du denn dazu zu sagen? Ich hab den jetzt nicht gehackt, aber. Nein, du hast. Also, uns wurde gesagt, du hast auf dem Minecraft-Server gehackt. Dass du ihn gehackt hast. Was uns halt von sehr vielen Spielern bestätigt. Nee. Also wie gesagt, wir finden halt Ehrlichkeit sehr wichtig. Das ist, also, wenn du es anlügen willst, das merken wir auch, ne? Verarschen kannst du jemand anderen, aber du willst halt auf dem Ark-Server spielen auch, ne? Also, ja, würde ich mir da überlegen, ob der jetzt ehrlich bist oder nicht. Ich hab schon mehr Bewerbungen abgeschickt, nur ehemals habe ich noch nie was zurückbekommen. Ja, wie gesagt, wir nehmen halt auch nur ehrliche Menschen auf dem Server an. Ich schwöre, ich habe nichts gemacht, ich hab auch keinen Hex, ich weiß auch nicht. Aber der Client sagt was anderes, ne? Das können wir in der Konsole. In der Konsole steht halt dein Name. Unter den Hackern. Ja? Und das lässt sich ein bisschen schwer. Ja, man. Ne? Wir haben ein Anti-Cheat-Programm, was alles aufzeichnet. Also ich wurde auch von mehreren Leuten dein Name erwähnt. Also es waren sehr viele Leute im Support. Da sind sehr viele beschwert einfach im Support, dass du hacken würdest. Genau. Dann scheint auf dem Server Laura und andere Sachen anhast. Ich kann eigentlich nicht sein, weil ich habe auch generell keine Ahnung, wie das jetzt geht. Das sagen die Hacker alle, ne? Ja, wenn du auf dem Ark-Server willst, ne? Ja, auf dem Ark-Server weißt du, das ist natürlich nachher noch schlimmer, ne, mit den Hackern. Von daher habe ich da dann auch keine Lust, dass da dann hier ein Hacker raufkommt. Aber ich will an deiner Stelle halt ehrlich sein. Ich bin auch ehrlich, ich hab wirklich nichts gemacht. In der Konsole steht was anderes. Das können wir alles nachschauen. Ja, wir sagen immer, Ehrlichkeit währt am längsten, ne? Ja, ich schwöre, ich hab noch nie gehackt, ich will auch nicht hacken. Naja, warum steht dein Name in der Konsole? Kannst du das erklären? Ich hab keine Ahnung, vielleicht hat irgendjemand meinen Namen benutzt oder so. Und wie soll das gehen in Minecraft? Ja, auf Minecraft heißt ich nicht Beastie. Ja, das wissen wir. Aber dein Teamspeak ist mit deinem Minecraft-Sack verknüpft, ne? Und wenn du. Du bist verifiziert. Das heißt, das ist verknüpft alles. Eben. Ja, also ich kann euch versichern, ich hab wirklich nicht gehackt. Ja, okay. Dann beweis es doch. Genau. Keine Ahnung. Ja, komm auf FFA. Hast du FFA? Du weißt ja mein Server-ID, ne? IP, askala.de. Ja. Ne, komm auf meinen Minecraft-Server, ne? Dann beweist es einfach mal, dass du nicht hackst. Sehen wir dann, ja. Okay. Ne, zum Beispiel Leon, der hackt nicht, ne? Weil der ist gleich tot, ja. Aber dieser eine Typ, der hackt wahrscheinlich. Okay, bist du auf dem Server? Nein. Ich starte gerade Minecraft. Ja. Das wäre nämlich cool. Ja, und wenn du jetzt schnell den Hack deinstallierst, das sehen wir auch, ne? Also. Also ich bin jetzt. Dann komm mal, du weißt, was FFA ist, oder? Ey, das werden die Leute zur Schule nie glauben. Natürlich werden die das glauben. Spätestens wenn ich einen Forum-Eintrag erstelle, wo du deinen Name gebannt steht. Das wäre natürlich was ganz Tolles. Ja, ich glaube, da bist du deinen Freunden gleich der beliebteste, oder? Mhm. Ja. Ja, ich bin jetzt auf dem Server. Okay, dann komm mal zu FFA, weißt du, was das ist? Wenn du auf den Kompass klickst und dann FFA. Das war schon ein, zwei Mal. Ja. Okay. Dann komm einfach mal auf FFA rauf. Ja. Ach du Scheiße. Ich hab noch nie mit einem echten YouTuber gesprochen. Du stehst immer noch unter Verdacht, gehackt zu haben, also. Ja. Schleim hilft da jetzt auch nicht weiter, ne? Nein, ist jetzt mein Ernst. Sorry, aber mit Schleim kommst du leider hier auch nicht weiter. Genau. Ach, du das wollen wir nur mal gesagt haben. Vielleicht in der Schule bei deinen Lehrern so. Ja. Okay, was soll ich jetzt machen hier? Ich geh einfach mal auf FFA ankämpfen ein bisschen. Sag uns, dass du nicht hackst.
Das merken wir ja sofort, ob du hackst oder nicht. Anhand deiner Skills in FFA. Genau, warte mal. Wie heißt du denn nochmal? So dein, ich weiß ja deinen Namen. Ich weiß ja deinen Namen nicht, aber was kann du wissen, ja? Bini Norris mit Doppel N und Doppel R. Okay. Ja, Norris, dann komm mal runter hier. Genau, ja? Dann wollen wir mal kämpfen, ne? Oh, oh shit. Ich krieg jetzt eine richtige Schelle von dir, bestimmt. Wo bist du? Hey, bist du unten? Ja, ich geh jetzt runter. Ja, ich bin hinter dir. Ich seh dich aber noch nicht. Okay, mal schauen. Wo bist du gerade? Ich seh ihn hier, ja. Oh. Okay, oh. Ich seh ihn aber nicht. Ja, der ist gerade unten. Jetzt kommt er wieder runter. Okay. Nee, ich hab ihn jetzt noch nicht gesehen bisher. Wo bist du? Ja, ich hab euch die ganze Zeit gesehen. Wie ist die? Ich verfolg dich mal. Ja, verfolg mich mal, wenn du mich... Ach, da, ich seh dich. Yo. Alles klar, das hab ich gesehen. Das war eindeutig Knockback-Hack. Was? Vor allem hast du mich... Knockback? Natürlich. Außer bist du der Erste, der mich heute getötet hat. Lol, Alter, was ist das für eine Kinder? Und das ist schon ein bisschen heftig, weil ich war gerade im Gott-Mode drin, ne? Also ich war gerade im Gott-Mode drin und hast mich getötet, das geht eigentlich nicht ohne Hex. Ich hab wirklich keine Hex. Tja, hat man ja gerade gesehen, ne? Okay, also das bestätigt sich auf jeden Fall mit den anderen Aussagen. Wie gesagt, Ehrlichkeit wird für uns jetzt, also eigentlich müssten wir dich jetzt komplett vom Server und Teamspeak bannen, ne? Das weißt du schon. Aber wenn du jetzt noch ehrlich bist, können wir da vielleicht mal eine Ausnahme machen. Also, wie gesagt, Ehrlichkeit wert bei uns noch am längsten. Wolltest du mich gerade? Nein. Ja. Was wäre darin jetzt witzig? Genau. So hacken ist überhaupt nicht witzig. Eben. Ist einfach uncool. Wenn du hackst, dann kommst du halt auch nicht auf den Minecraft-Server, auf den Ark-Server, ne? Ich hack wirklich nicht. Also gibst du es jetzt zu oder nicht? Ich hack wirklich nicht. Ich will nur einfach ganz normal auf dem Ark-Server. Ja, wieso gibst du dann einfach nicht einfach zu, dass du einfach gehackt hast und entschuldigst dich? Ja, ich würde mich ja entschuldigen, wenn ich es getan hätte, aber ich hab's ja nicht. Ja, andere Leute sagen was anderes. No. Na, hier, schau, ich hab ja schon mal geschickt. Ja, ein Gold-Tipp-Band. Oh nein! Mhm. Oh. Vlogs? Hallo? Ja? Beastie hackt doch, oder? Weiß ich nicht. User was moved out of ja, Vlogs, uns wurde gesagt, dass du in Minecraft gehackt hast. Genau, wie bist du? Wie bitte? Ja, gut zu wissen. Du hast gehackt in Minecraft. User was moved out of your channel. mit dem Beastie User war's was moved to your channel. Ja, Beastie, Fox hat uns doch mal versichert, du hast gehackt. Ja, sein Mikro geht zwar ein bisschen. Ja, aber Fox sagt dir was anderes. Der meinte auch, ja, der sagt, dass du ihm im Privatchat gerade geschrieben hast, dass du Askali zwar arschen willst, um auf dem Ark-Server zu kommen. Und sowas finde ich echt asozial, ne? Sowas zu sagen. Ich kann dir ein Foto schicken. Ja, Fox hat was anderes gesagt. Oh, du, du kannst ja auch diesen Chat gelöscht haben. Eben, wo sollen wir wissen, dass er nicht gefaked ist? Ich meine, Photoshop kann heutzutage jeder. Ne? Oh. Ich hab's wirklich nicht gemacht. Natürlich. Warum sollten wir einen Hacker wie dich auf dem Ark-Server lassen? Ich hack wirklich nicht. Ja, kannst du es nicht beweisen irgendwie? Wie soll ich das denn beweisen? Naja, ja, hier, guck mal. Wir haben es ja gerade auf dem Server gesehen. Also nee, das ist eindeutig Knockback, das habe ich gerade gesehen. Das sah danach bei mir auch bei Killaura aus. Also du bist vielleicht ein paar Millimeter gerade weggeflogen. Ja, du hast. Ja, in Minecraft kann man auch keine Zentimeter wegfliegen. Das sind nur Millimeter. Und das nennt man Knockback-Hack. Genau. Das finden wir nicht cool hier auf dem Server. Das ist einfach unfair gegenüber anderen Spielern, ne? Wir hatten vorhin jemanden im Channel, der hat geheult und sich entschuldigt, dass er gehackt hat. Und dann meinten wir, okay, finden wir gut, dass... Ich weiß auch nicht, ob es gespielt war, auf jeden Fall tat es ihm leid. Ne? Und dir tut ja anscheinend gar nichts leid. Du denkst dir ja so, hacken, alles ist ja kein Problem, ne? Was ist das denn für eine Einstellung hier? Ich hack wirklich nicht. Und warum sollten wir das glauben? Keine Ahnung, aber... Ich kann es auch nicht beweisen, aber würde ich es beweisen, dann könnte ich es dir auch zeigen. Nur ich hack wirklich nicht. Naja, das lässt sich jetzt ein bisschen, Also wir können dir das leider nicht glauben, ne? Ich will doch nur einfach auf dem Ark sein. Ich versuche es doch schon seit Wochen. Naja, andere versuchen es schon seit Monaten und hacken nicht. No. Aber es tut uns jetzt auch ein bisschen leid, ne? Naja, wenn du zugibst, dass du hackst. Dann kriegst du 30 Tage auf dem Server und vielleicht lassen wir dich auch auf dem Ark-Server, wenn du dich entschuldigst. Weil kennst du Leon? Ja,
Wer ist das? Der Minecraft-Server, ich kenne ihn nicht ganz, nicht Leon, aber wenn ich jetzt... Warte, du guckst meine Arc-Views, hast du gesagt, oder? Ja, also nicht alle, aber ich kenne sehr viele. Und du kennst nicht Leon? Doch, doch, kenne ich gerade. Woher denn? Aus den Trolls und, In was für ein Troll hat er denn mitgemacht? Guck mal, das meine ich mit Lügen. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und ich meine, du hast jetzt schon sehr oft gelogen hier, ne? Also, bevor du jetzt noch eine Lüge auftischt, ne, sei ehrlich. Was können wir dir überhaupt noch glauben? Warte mal einen kurzen Moment. Ist er sich komplett gemutet oder nur sein Mikrofon? Ich glaube, er versucht jetzt eine neue Lüge aufzutischen. Also, ich kann wirklich nicht bezeugen, ob ich hack oder nicht, aber bitte lass mich einfach auf dem Arc-Server. Okay, jetzt auch noch betteln oder was? Also, was für andere spielen ehrlich auf dem Server, ne? Und ich meine, auf dem Arc-Server kann leider nicht jeder drauf spielen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen dann differenzieren. Warum möchtest du denn auf dem Arc-Server? Warum sollten wir dich rauflassen und andere, die ehrlich sind, nicht? Weil ich such schon, ich hab schon mal auf einem anderen Arc-Server gespielt, aber der ist irgendwie weg. Und, Wie kann denn ein Arc-Server weg sein? Nicht mein, auf einem anderen. Und ich wollte eben halt auf einem Community-Server, aber es gibt jetzt nicht so cool. Es gibt nicht so cool. Halt. Aha. Das ist wieder das Schleim, ne? Heißt, du willst nur auf Askaltes Server, weil du den jetzt mal so gefunden hast. Oder einfach nur, weil du Askalte auch schon lange schaust und seine Videos verfolgst. Oder also, einfach nur, weil du den Server nein, gefunden hast. Nein, weil ich einfach keinen anderen Server finde. Es gibt gar keine Server, oder? Wenn du mal bei Ark guckst, da gibt's eigentlich nur meinen Server eigentlich, oder? Nee, es gibt mehrere. Ja, guck. Schon sehr viele. Aber ich will unbedingt auf deinen Server. Ja, wir würden dich ja gerne drauflassen, ne? Das Ding ist halt, du hast uns angelogen. Mehrmals. Oder nicht? Was ist... Ich hab dich nicht angelogen, aber was ist, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich würde hacken. Naja, das mit Leon war ja wohl eindeutig gelogen, oder nicht? Dass du ihn kennst. Kennst mich ja nicht anscheinend. Du weißt, hast ja keine Ahnung, Ich kenn irgendwo seine Stimme, ich hab die schon irgendwo gehört. Und das ist... Na, wir wissen jetzt leider auch nicht mehr, was wir dir glauben können und was nicht, ne? Genau. Wärst du von Anfang an ehrlich gewesen? Tut uns jetzt leid, ne? Ich meine, du musst nur unsere Seite verstehen. Verstehst du, welches Problem wir hier gerade haben? Ja, ich versteh's schon. Der Server wird gerade groß, also so Hacker wie dich können wir nicht auf dem Server lassen. Ist so. Guck ich mal, Leon, ne, der stirbt die ganze Zeit. Der hat wohl nicht gehackt. Ja, auch nur ein Herz. Das tut uns wirklich leid, ne? Aber wer einmal hackt, dem glaubt man nicht, auch wenn er auch keine Hacks anhat. Kann ja auch sein, dass du sie gerade ausgeschaltet hast. So. Naja, vorhin hat es wie gesagt auch noch Kill-Aura ausgesehen. Wenn das kalt ist, hat er es auch noch No-Not-Back dann. Ich hab wirklich keine Kill-Aura. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich hab's, dann krieg ich immer 30 Tage Bann hier auf den, aber genau. Ich bekomme dann den Arc-Server. Okay, also du sagst, dass du nicht gehackt hast. Nee, aber wenn du okay. Dann mal, okay, dann eine Quizfrage. Okay, Quizfrage. Wie viel Buchstaben hat Askalta? Acht. Sieben. Acht. Ascalter. Das sind sieben. Das sind Asc. Leon, wie viele Buchstaben sind das? Ja. Okay, kannst du nicht. Also du verarscht uns jetzt, oder? Du verarscht uns aber echt extrem, ne? Das ist ein Ernst? Ich kann es doch gerade auch hier auf dem TS sehen. Ja, dann zähl mal. Ascalter. Das sind bei mir Ascalter. Das sind bei mir sieben Buchstaben. Mir auch, Ich weiß nicht, wo du den achten herzauberst, aber... Okay, aber du weißt nicht, wie man den Server schreibt, aber du möchtest gerne auf ihn spielen. Also Askalter schreibt man mit 8 Buchstaben und ich will mega, mega gerne auf dem Server spielen. Weil ich bin ein riesen Fan von dir. Ach so, okay. Wenn du ein riesen Fan bist, dann müsstest du mir mich theoretisch kennen. Eigentlich. Ich erkenne deine Stimme, aber... Ja, okay, wenn du so ein riesen Fan bist. Wann habe ich den Dragon besiegt? In welcher Folge war das? Was?
Du hast 10, du hast noch 15 Sekunden. Welche Folge habe ich den Dragon besiegt? Ungefähr. War es in den letzten 10 Folgen oder war das in den ersten 10 Folgen? Oder war das... Ich glaube bei den letzten 10 so ungefähr. Hast du gesagt, du bist ein richtiger Fan? Oder hast du den... Ich weiß nicht, ob du den überhaupt besiegt hast. Ja, was denn nun? Also hat er nicht besiegt. Ich sag jetzt einfach... Ja. Mhm, okay. Was sagst du? Ich sag jetzt einfach, du hast noch gar nicht gegen ihn gekämpft. Richtig! Yay! Applaus an dich. Das hast du richtig beantwortet. Ich bin sehr stolz auf dich. Sonst würde ich das ja merken. Okay, das finde ich gut, dass du wenigstens das richtig beantwortet hast. Zweite Frage. Wer ist alles in meinem Tribe? Ach du Scheiße. Ich glaube. Oh Gott. Nenne eine Person. Eine Person? Hm? Außer Merle. Nicht denn, ich bin zurzeit bin ich nicht im Tribe. Nein, das ist falsch. Er ist nicht in meinem Tribe. Es gab einen Serverbug, wo ich jetzt wieder in den alten Tribe gekommen bin. Ich bin zurzeit nicht in meinem Server weiter. Oh, so falsch. Eine schwierige Frage. Ja. Meinst du nicht, du bist ein Fan? Doch, nur. Woher soll ich das wissen? Das hat wenn du meine Videos guckst, als Fan guckt man doch eigentlich Videos. Ja, aber ich habe ja, wie schon gesagt, nicht alle gesehen. Ja, aber ein oder zwei hast du bestimmt gesehen, oder? Hast du das letzte Video gesehen, also das, was heute rauskam? Meinst du arg nackt? Genau, ja, hast du ja das gesehen? Hatte ich vor, nur als... aber dann hast du gehackt, oder was? Als ich kam, hatte ich jemals kein Internet für YouTube. Oder hast du dann doch gehackt, heimlich? Wie gehackt? Jetzt meinst du auf Minecraft-Server? Ja. Ja. Wenn ich jetzt... Wenn man hackt, hat man ja keine Zeit zum Videos gucken, ne? Das ist natürlich recht. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann würdet ihr mich ja auf dem Arc-Server lassen. Pff, das dann hat niemand gesagt. Dann würden wir dich erst. Das hat niemand gesagt, bannen, ne? Das habt ihr doch gesagt. Wir haben gesagt, wenn man ehrlich ist, also richtig. Das ist dann auch schon angelogen, ne? Also. Ich krieg die Krise. Warum denn? Musst du einfach nur ehrlich sein. So schwer ist das doch eigentlich nicht, oder? Genau. Also Gibbs, du hast jetzt gehackt oder nicht? Jetzt einfach zu. Ja, nein, vielleicht. 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 Okay. Aber, wo ist der Haken in der Sache? Wo ist ein Haken? Du hast gehackt, aber. Aber. Warum hast du denn gehackt? Genau. Sag uns das mal. Sage ich jetzt mal, weil. Mhm. Weil mir das ein Freund eingeredet hat. Da! Das hat der andere auch schon gesagt! Den wir vorhin gebannt haben, ja. Das hat der andere auch gerade schon gesagt. Mensch. Ach du Scheiße. Ja, immer dieselben Ausreden bei den Hackern, ne? Das ist natürlich sehr interessant jetzt. Schade. Oh, hier habe ich auch einen Hacker, ne? So einer wie dich hier. Ich habe auch gerade schon zwei Leute gepackt. Okay. Einfach nur auf den Arc-Server. Ja, aber du weißt, wie viele Leute auf dem Arc-Server wollen? Ja, ich wollte eigentlich geschätzt 2.000-3.000. Verschiedene Leute, die mich bisher angeschrieben haben. Und der Server hat nur 70 Slots. Das heißt, da passt nicht jeder drauf. Ne, wenn ich jetzt Leute, die hacken und unehrlich sind, drauf lasse, wäre es doch unfair für die, die wirklich meine Videos schauen, nett sind und nicht hacken. Ich meine, dass du nicht nett bist, habe ich ja nicht gesagt, aber du hast uns halt öfters mal angelogen. Und das finden wir halt nicht nett. Verstehst du uns da? Ja, oder? Ja, es liegt an dir. Wenn du auf dem Arc-Server spielen willst, dann sei doch einfach ehrlich. Und dann spricht da auch nichts dagegen, ne? Also, um das nochmal klarzustellen, hast du jetzt gehackt oder nicht? Ja, ich hab gehackt. Okay, also, geht doch. Okay, ja, das siehst du. Ist doch nicht so schlimm gewesen, oder? Also. Als warst du ehrlich. Warum willst du denn jetzt auf dem Arc-Server spielen? Ich suche schon seit mehreren Monaten, also ich hab... Aber warum gerade auf meinem? Du suchst einen Server, wenn du jetzt bei Officials guckst, das sind tausende Server. Ja, ich weiß, ich hab dich jetzt auch gebannt, ne, so dass der Bann ist permanent, wie gesagt. Ne? Ja, also ich such schon sehr oft eben halt so einen Community-Server wie dein, ja, wo echt sehr oft welche online sind und wo man auch mit den anderen so sprechen kann und alles. Okay. Und ich finde bis jetzt nur eben halt amerikanische, wo eben halt jetzt nur Englisch ist. Und ich...
Versprichst du denn, dass du nicht auf meinem Server dann hackst? Wirklich, ich versprich's zu. Ich. Kannst du nicht beweisen, aber ich versprich's hoch und heilig. Aber du wirst keinen Nodus auf Ark benutzen. Was ist Nodus? Das sagen die Hacker alle. Okay, na gut. Also. Jetzt ohne Spaß, was ist das? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, okay, also wie gesagt, wir würden dich gerne rauflassen. Aber. Oh nee! Wir könnten alles nicht sicher sein, dass du nicht noch wieder hackst, so wie in Minecraft, ne? Genau. Ich hasse es, wenn man aber sagt. Tja, immer was Schlimmes danach. Nicht unbedingt, ne? Es hat mir nicht geschmeckt, aber der Nachtisch war gut. Das ist dann wieder was Positives, ne? Wieder eine Lüge. Mensch. Also, mein Freund. Oder zum Beispiel, ja, du hast dein Zimmer. Wie alt bist du denn? Ich werde jetzt Dezember 14. Darfst du denn überhaupt auf dem Ark-Server spielen? Darfst du überhaupt Ark spielen? Jetzt klar, ist Ark ab 16. Ark ist ab 16. Und wir bräuchten dann die Einverständniserklärung von deinen Eltern, ne? Aber die sind gerade nicht da. Mhm. Ja, müsstest du die nochmal dann beten, weil sonst können wir dich leider nicht auf dem Server spielen lassen, weil es ist ab 16, ne? Und wir wissen nicht, ob deine Eltern einverstanden sind, weil sonst... Weil es ist schon brutale Spiele eigentlich, ne? Du kämpfst gegen Dinosaurier. Eine Anzeige, dein Ernst? Ja, es könnte eine Anzeige, ja. Jugendschutz. Deine Eltern könnten eine Anzeige bekommen, weil sie die Spiele ab 16 spielen lassen, obwohl du gerade erst 14 wirst. Eine Anzeige geben. Dir klar. Also, meine Eltern sollen euch eine Anzeige schicken, oder was? Nein. Deine Eltern können deswegen angezeigt werden, das ist die Jugend. Das ist das Jugendgesetz. Auf jeden Fall, wenn wir die Einverständniserklärung von deinen Eltern haben, dass es okay ist, dass du auf dem Server spielst, ne, dann können wir dich gerne auf dem Server spielen lassen. Nur... Stopp. Einen Moment. Ja. Wie soll ich die euch schicken? Weil du kannst ja einfach mal zum TS bitten. Deine Eltern. Ja. Genau. Dein Vater, deine Mutter. Soll ich die jetzt anrufen? Kannst du machen. Kannst du gerne machen, ja. Ey, wenn das ein Troll ist und der auf YouTube landet. Wie gesagt, wir trollen hier nicht, ne? Das ist ernst. Das ist ein ernstes Thema. Ja, okay. Und außerdem, was ist hieran witzig, ne? Also, genau. Das wäre langweilig für Zuschauer, ja. Okay. Dann wartet mal einen Moment. Okay. Genau. Das ist jetzt nicht der erste Fall, ne? Ja, Mann. Was hast du denn für ein Handy, mit dem du jetzt anrufst? iPhone. Ha! Immer diese reichen Säcke hier. Das ist ein Fünfer. Ja, schlimm genug. Was ich hab? Ich hab letztens Achtjährigen mit einem 6S Plus gesehen. Weißt du, wie ich mich da gefühlt hab? Das war schlimm. Aber selber ein 5 haben, ne? Das ist schon schlimm genug. Aber na, okay. Ja. Also in deinem Alter hatte ich nicht mein Handy. Aber ist auch ein anderes Thema, ne? Das wollen wir jetzt nicht hier zur Frage stellen. Das ist ja, die Zeiten ändern sich, ne? Okay. Ich hab auch noch ein Nokia, also. Ich habe auch noch ein altes Tasten-Nokia, also. Das war noch Zeit. Immer noch das beste Handy, was es gibt, ey. Eben. Hat zwar kein Bluetooth, aber... Braucht keiner. Eben. Ja, Beastie, bist du noch da? Gerade deine Eltern, ne? Ja, aber ich höre dich gerade nicht, BC. Kannst du bitte das ins, kannst du bitte auf Lautsprecher stellen, damit wir es auch hören? Ja. Weil nicht, dass du jetzt irgendwie gerade einen Freund anrufst und sagst, ja, spiel mal kurz den Vater. Weil das würden wir auch rausfinden, ne? Sowas ist auch uncool. Die geht nicht ran. Okay. Sicher, dass es die richtige Nummer ist? Ja. Mhm. Okay. Ja. Wenn man 1, 2, 3 anruft, dann kommt das auch. Da kommst du einmal und dann verkacke ich es richtig. Ja, also ich würde sagen, unter diesen Umständen können wir dich jetzt erstmal nicht auf den Server spielen lassen, ne? Ist es wirklich mit dieser Einverständnis? Muss das sein? Natürlich. Also eigentlich drücken wir ein Auge zu, aber ich meine, du hast jetzt schon gehackt, ne? Genau. Noch ein Auge können wir nicht zudrücken. Noch eine Sache. Ja, ich meine, wenn wir zwei Augen zudrücken würden, wo wären wir dann? Dann wären wir blind. Das ist auch nicht gut. Das findet er witzig, ne? Ja,
Kann ich irgendwie was tun, damit ihr mehr Slots auf dem Server habt, oder? Nein, das geht nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist ehrlich sein. Ehrlichkeit. Ich bin auch ehrlich, wirklich. Hm. Na, immerhin heißt du nicht Killer in Minecraft. Ist schon mal ein... Wie heißt du denn in Ark? Ja, da muss man sich einen Namen auswählen. Ja. Ja, ich schreib mich so, wie ich immer auf dem TS heiße, Beastie. Aber du würdest dich nicht als Kalter 2001 nennen. Hast du dich so vor uns genannt? Da war, weil da war ein Askalter 2004. Ja, nee, das war aber nicht ich. Nee, ich würde mich nicht zu Askalter 2001 nennen. Okay, gut. Das ist schon mal die richtige Antwort. Ja, wenn wir dich denn auf den Server lassen würden, würdest du dich an die Regeln halten? Wenn du mir sie sagst, ja. Das heißt, nicht hacken, nicht griefen oder ähnliches, ne? Also keiner auf Team National Survival machen. Weißt du, ob der Team National Survival ist? Das dürftest du normalerweise eigentlich wissen. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Ist es zufällig der aus deinem Tribe? Oh nee, das ist doch dein Stop, das ist diese andere Tribe. Das ist diese andere Tribe, Team National. Welcher? In einem Video, hast du den noch gezeigt, oder? Einem. Ey, ich glaube, du verarscht uns einfach, ne? Du verarscht uns einfach, oder? Du hast einfach gar keinen Plan, gib's doch mal zu. Okay? Nein, wir finden Ehrlichkeit cool, aber Lügen? Ne. Also wenn du dich nicht auskennst, bitte sag das. Okay? Ich kenne mich nicht super aus, aber... Ja? Bei manchen Sachen schon. Also nicht viel. Naja, aber du meinst, wenn du kennst alles total und Team National Survival, das war der Tribe, der mir am Anfang alles gegeben hat. Weißt du? Ja. Der mir das ganze Metall für meine Base gefarmt hat. Hast du nicht alles selber geholt? Ja, hab ich auch. Aber ganz am Anfang, da kam Team National Survival und hat mir ganz, ganz viele Mosas gezähmt und so. Hast du es nicht geguckt? Die Folge kennst du doch, oder? Voll geistig mit wegen Mosas. Ich kenn die nicht. Mit den Na, immerhin eine ehrliche Antwort. Hast du am Anfang Mosas gezählt? Ja, in der ersten Folge. Hast du nicht geguckt? In der ersten Folge? Ja. Meinst du jetzt in der ersten Folge auf deinem alten Server? Ja. Ja, auf dem alten Server. Da habe ich Mosas gezähmt. Hast du ihn nicht gesehen? Der Server, der weggegangen ist. Ja. Genau. Da waren wir auch schon drauf auf dem Server. Eben. Da waren wir auch dann schon mega gut und so. Deswegen haben wir auch sowas halt kennengelernt. Da haben wir ihm erstmal 30 Mosas gegeben. Du hast ja... 30? Das ist jetzt wohl ein Scherz. Nein, was soll daran ein Scherz sein? Hast du schon mal auf so einem offiziellen Server gespielt? Eben. Ja, ich habe momentan 75 Mosas. Zwei Mosas, aber... Ich habe jetzt 75 mittlerweile, weil ich auf Paaren, ne? Also du kennst dich gar nicht aus mit meinen Videos, sagen wir es so. Ist ja nicht schlimm? Guckst du überhaupt irgendwelche Videos von mir? Ja. Welche denn? Dein Arc-Troll habe ich jetzt gesehen. Den Griefenden Raid. Ja. Die Diplodocus, den du zählen wolltest, hast du aber nicht geschafft. Ja, das habe ich geschafft. Du hast ganz am Ende des Videos down bekommen und hast gesagt, ja, ich muss gucken, ob ein paar der anderen mir noch helfen können. Ja, okay, finde ich gut, dass das stimmt. Also, das stimmt, dass du ein paar Videos geguckt hast. Aber wenn du zugibst, du kannst dich nicht ganz so gut aus wie andere. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus wie andere. Ist auch kein Problem, aber bitte sag's dann auch von Anfang an, ne? Und nicht so, ja, genau. Ich bin ein großer Fan, ich habe alle deine Videos geguckt. Weil das merken wir dann schon schnell, dass es nicht stimmt, okay? Was halt immer wichtig ist, Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiges Ding, ne? Immer ehrlich zu sein zu allen Leuten. Weil sonst machst du dir halt wirklich keine Freunde. Weil was sollen wir dir dann noch glauben? Ja, also wir wollen halt immer mit ehrlichen Leuten zusammenspielen. Ne, ist halt ein Server, ein Community-Server, wo man auch miteinander spielt und nicht gegeneinander. Und das ist halt Ehrlichkeit wirklich eins der wichtigsten Eigenschaften. Also wenn du dafür Verständnis aufbringen würdest, würde uns das schon echt freuen. Ja, ich hab Verständnis dafür, nur bekomme ich jetzt den IP oder nicht? Den IP? Die IP, sorry. Buchstabier mir mal IP. Ja. I und ein P. Falsch. Falsch. Ich wollte mich gerade verarschen, ne? IP, wie wird das wohl geschrieben? Ja, ein I und ein P. Wie wird das denn ausgesprochen? Genau. IP. Das ist Latein, du weißt schon, das Latein wird immer so geschrieben, wie es ausgesprochen wird. Ne?
Ich schreibe jetzt nicht EI. Ich schreibe doch nicht I und dann ein P. Wie P wie Kreis, Pinkel. Ja. Für die Kreisformel. Ja, oder wie die Kreisformel. So ein P also. Ist das, ja. Richtig. Hast du dich nie gewundert, wofür das P steht? In IP? P ist doch Englisch für Pinkel. Bitte was? Na, ach, okay, Suppenkasper. Mit den Arcs, das müssen wir uns nochmal überlegen. Weil wir uns so verarscht. Ich meine, Ascalda trollt, ist ja okay, aber Ascalda wird getrollt. Also Spaß verstehe ich nicht sowas. Troll ich nicht, wirklich nicht. Nur ich will einfach auf dem Arc-Server. Als ob du, wahrscheinlich nimmst du die ganze Zeit auf, ne, und lest das auf deinen Kanal hoch. Haha, Ascalda wird getrollt oder so, also ich wette das. Ich nehme doch sowas nicht auf. Naja, also ich würde mal sagen, ich weiß ja nicht, ne. Solche Leute, die halt jetzt auch gebannt werden. Okay, also wenn wir dich auf den Server lassen würden, würdest du dann raiden? Nee. Das heißt, du wirst keine anderen Basen angreifen? Nee. Und du würdest auch nicht meine Base raiden? Dann würde ich eine richtige Schelle von dir bekommen. Meinst du jetzt eine Schelle? Meinst du jetzt eine Pink-Schelle oder nein, eine Schelle? Nein, ich meine jetzt Handschellen. Was? Nein, ich meine jetzt damit, dass ja auch du Art, dann also. Mich bannen würdest. Was heißt denn Schelle? Sag mal, was benutzt du eigentlich für eine Sprache hier, mein Freundchen? Entschuldigung, dann würde ich echt Ärger von dir bekommen. Das meine ich. Genau, also wenn, wir wollen uns ja auch auf einem Niveau unterhalten, ne? So mit Digga, ey, gibt Schelle, Digga. Weißt du, das ist nicht unsere Sprache hier auf dem Server. Ja, Entschuldigung. Ich bin jetzt zwar kein Türke, auch kein ganz Deutscher, aber... Was soll das denn jetzt heißen? Bist du Rassist oder was? Nee, ich bin kein Rassist. Ja, und was soll das gerade? Ja, ja, was hast du gegen Türken? Manche Türken reden ja so und das finde ich nicht gut. Was soll das jetzt heißen? Wieso direkt jetzt Türken? Ja, nicht nur Türken, nur eben halt in meiner Klasse sind so. Also, ganz wie gesagt, wir spielen hier auf dem Server mit Leuten verschiedener Nationen, ne? Und so ein Rassismus, ne? Das geht gar nicht. Ich bin nicht rassistisch, wirklich nicht. Ja, also dieser Kommentar, der hört sich aber anders an. Das war jetzt auch so sehen. Das kann ich also nicht sehen. Ja. Aber finden wir nicht cool, ne? Entschuldigung, ich versuche mich zu bessern. Naja. Ich weiß ja nicht. Also, hast uns angelogen, hast rassistische Urtier-Witze gemacht. Also, es geht eigentlich gar nicht für einen Arc-Server-Kandidaten. Ne? Hast gehackt noch? Und dann willst du noch auf dem Server spielen. Ich meine, das merkst du selber auch langsam, oder? Dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber ich meine, wenn du dich wenigstens für alles mal entschuldigen würdest, ne? Ja, ich entschuldige mich. Für was entschuldigst du dich? Genau, für was? Fürs Lügen, fürs Hacken, fürs... Fürs rassistisch sein, oder? Ja, für alles. Für alles drei, also. Also ich entschuldige mich für alles. Okay. Also du hast ja auch gesagt, du hast alle Folgen von Ascalda gesehen, also Arc-Server. Ich hab gesagt, fast alle. Fast alle. Schaust du noch so seine anderen Videos, so Arc-Troll, also Trolls und sowas. Also Arc-Troll hat er jetzt nur einen gemacht. Aber nein. Nein. Zwei. Nein, ein. Ich habe insgesamt drei Arc-Trolls hochgeladen. Drei tut mir leid, mein Freund schon. Also Sie merken schon, ja, mit der Ehrlichkeit, das wird wohl nichts. Du hast nur einen, das war der C4-Troll. Nein, ich habe auch damals einen Besucher mal getrollt. Und einmal Komiker. Aber naja, da wollen wir mal ein Auge zudrücken. Ja, tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, ne? Ich werde nicht gerne auf den Server gelassen, aber ich meine, da draußen sind sehr viele ehrliche Spieler, die gerne auf den Server spielen wollen. Ich will wirklich gerne auf den Server spielen. Ich bin auch ehrlich, ne? Die nett und tolerant sind. Ich versuche mich auch zu bessern. Ja, ich meine, du hast gehackt, du hast uns angelogen und du hast was gegen andere Menschen, ne? Ich habe nichts gegen andere Menschen. Naja, dein Kommentar da vorhin, ist ja auf was anderes schließen, ne? Kommentare? Also, ja, so rassistische Beleidigung gegen Türken oder ähnliche Nationen. Finden wir jetzt nicht so cool, sowas, ne? Tut mir auch leid. Naja, aber man denkt ja vorher eigentlich nach, bevor man sowas sagt, ne? Aber hast du dir eigentlich nochmal zurück zum Hacken, was hast du dir denn dabei eigentlich gedacht? Weiß ich nicht. Achso, du sagst es einfach so, yo, ich hab keine Lust mehr, ich hack jetzt.
Nee, das habe ich mir nicht gedacht. Weil das Farm etwas zu anstrengend. Nee. Einfach ja, nachher ist es bei Ark genauso, ne? Also wir können echt nicht mehr glauben. Wir können dir echt nicht mehr vertrauen, tut mir leid, ne? Also das Vertrauen ist jetzt völlig im Arsch, ne? Also so wie du uns angelogen hast. Tut uns jetzt echt leid, aber ne, ich meine, irgendwo hört auch jeder Spaß auf, ne? So, also sowas ist uns echt noch nicht ins Haus gekommen, sowas, ne? Ja. Ich kann auch meinetwegen gar nicht mehr auf den Minecraft-Server kommen. Darum geht's ja nicht, darum geht's gar nicht. Mensch. Na, aber okay. Naja, also ich meine, deine Entschuldigung war jetzt auch nicht so Bombe. Genau. Wenn sie wenigstens ehrlich gewesen wäre, wäre es natürlich sehr... da ist noch jemand, der wollte was über dich sagen. User was moved to your channel. Hallo? Hallo? Ist gemutet. Hallo? Abbau ich? Du leckst gerade ein bisschen. Abbau ich hier? Kannst du mal normal reden ohne Stimmverzerrer, sonst müssen wir dich leider bannen. Genau. Noch 10 Sekunden. Na okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bannen. Soll ich ihn bannen? Ja. Nee, natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall, der wollte, ich weiß nicht, ob du es verstanden hast, aber der hat auf jeden Fall gesagt, dass du hackst. Hat man, glaube ich, rausgehört noch, ne? Ja, das hat man sehr gut rausgehört. Ja. Der hat man auch wirklich gehört, der hat nur Stimmverzerrer drin. Mhm. Ja. Aber okay, ja, BC, wir müssen dir mitteilen, dass wir an dieser Stelle das Gespräch auch beenden, weil ich meine, es bringt einfach keinen Sinn. Du lügst uns einfach nur wie gedruckt an, hab auch keinen Bock mehr drauf, ne? Ich glaube, du verstehst das. Ach komm, lass mich doch bitte auf den Server. Ja, du hast keine überzeugenden Argumente. Du sagst auch nicht, warum du auf den Server möchtest, außer dass du sonst nirgends sowas findest. Ne, also, ich meine, wenn du mir einen Ark Moser zähmen würdest, könnten wir es nochmal überlegen, aber... Ja, ich mach's. Ich weiß überhaupt, wie man Moser zähmt. Ich hab auf einem anderen Server schon mal einen gezähmt, aber der ist jetzt leider weg. Hast du die mit Mesho-Berries gezähmt oder mit Fertilizer? Mit, warum Fertilizer? Man muss es normalerweise mit Fertilizer zähmt. Nee, ich hab die mit Raw Prime Meme, Meat und Narcotics gezähmt. Okay, richtige Antwort. Gut. das war auch wieder eine Fangfrage. Okay. Na gut, dann vielleicht wir geben dir eine Chance. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, Beastie. Ja. Das, was ich dir sagen muss. Das würde ich jetzt bannen. Was? Also, willst du noch einen schönen Tag, weil es kleine Bannen, Vorlage permanent, wo willst du das, so, okay, Banngrund, einfach Hacker und Lügner und Blödmann, okay, also, willst du noch irgendwas sagen, bevor ich dich jetzt banne, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ja, ich wollte nur sagen, das bringt zwar jetzt nichts, aber ich wollte nur sagen, ja, ich kenne mich schon sehr gut mit Ark aus. Okay, dann gut, bann. Aber sie hab ich verklickt. Ah, Glück gehabt, ne? Ja, BC, wir müssen dir was sagen. Naja. Wir lassen dich auf den Ark-Server. Gott sei Dank, ich hab ein Herzinfarkt bekommen. Nee, warte. Wir lassen dich natürlich nicht auf dem Ark-Server. Mensch, was denkst du denn? Ja, dann. Fuck. Nein, wir lassen dich natürlich auf dem Ark-Server. Okay. Jetzt ohne Spaß. Nö, nee, war ein Scherz. Nee, okay, ja, also ich denke mal, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss dir was sagen, ne? Und das wäre... Wir haben dich gerade getrollt. Ich wusste es, Mann. Das war ein Scherz, Mann. Ey, schon wieder? Ja. Und du glaubst es einfach, okay. Ja, allein schon, dass ich wusste es, ne? Das war auch eine Lüge, ne? Tut mir leid, aber deine Lügen, die haben echt kurze Beine, ne? Ich glaube, das hast du selbst auch gemerkt, oder? Ja. Yeah. Ja, okay. Yo. Das Telefon klingelt, sorry. Mein Telefon klingelt. Aber das passiert manchmal. Oh, Mann.
wenn doch das Telefon jetzt klingelt, ey. Mikrofon muted. Ja, hallo? Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Hast du dich zu entschuldigen? Also sehe ich jetzt nochmal bei mir entschuldigen, oder? Ja, ich wollte mich einfach nur noch ehrlich entschuldigen und... Also du willst... Warte mal, wir müssen einmal mal warten, bis das Kalter da ist, weil dann... Denke ich, kannst du dich auch nochmal... Also BC, wir müssen dir auf jeden Fall sagen, du wurdest gerade getrollt, ne? Er will sich auch... Nee, er will sich nochmal entschuldigen, ne? Ja? Ja, ich wollte mich noch jetzt ehrlich entschuldigen für die rassistischen Worte und den ganzen... Ja. Und ja, es wird zwar jetzt zwar nichts bringen, aber... Ja. Ja. Aber wenigstens bist du ehrlich entschuldigt sich auch noch. Richtig. So. Finden wir auf jeden Fall gut. Na gut. Also, tut mir leid. Dein Telefon. Mikrofon muted. Der ruft da die ganze Zeit an. Keine Ahnung. Hallo? Vielleicht Verwandte oder so. Wer? Vielleicht Verwandte ja, bei ihm oder so. Kann das rein. Ja, okay. Ah. Ja. Okay. Dann bis gleich, ja. Dürfte auch gleich wiederkommen. Tschüss. Du hast einfach auf dem Server gehackt, einfach so. Okay, ich bin wieder da. Ich hatte gerade einen Anruf von Jonas. Ich weiß nicht, kennst du Jonas? Das ist hier der Server-Admin. Und der, ich habe nämlich gesagt, dass er nochmal deine IP googeln soll, um halt herauszufinden, wer du bist und so weiter. Und, also ich würde mir an deiner Stelle jetzt ein bisschen Gedanken machen, weil er hat nämlich herausgefunden, dass du halt, dass es nicht das erste Mal war, dass du gehackt hast. Auf deinem Server? Ja. Obwohl ich den erst seit gestern habe. Und auch auf ganz vielen verschiedenen anderen Servern. Du hast den seit gestern erst. Das heißt, du kennst auch Pascal anscheinend erst seit gestern, oder? Nee, den Minecraft-Server. Den Hack, oder was? Achso. Ja, also, genau, der Anruf von Jonas war gerade ein bisschen erschreckend. Und dann meinte ich, sollte ich auf jeden Fall jetzt bannen. Oh. Weil du wahrscheinlich schon bekannt bist, auch auf anderen Servern. Na okay, sollst du noch irgendwas zu sagen, bevor wir dich jetzt bannen? Ja, also wie schon gesagt, es tut mir leid. Und gibst du zu, dass du ein Rassist bist? Ich bin zwar kein Rassist, wie das, weil es ein, ich finde das nicht so ein tolles Wort, aber ja, ich habe zwar ein paar sehr unschöne Worte gesagt. Okay, na gut, irgendwann sieht ja jeder seine Fehler ein, finde ich okay. Ja, dann wollen wir dir jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen... It's a prank, bro! Und jetzt kommt's gleich wieder. Ach, wir haben dich wieder verarscht. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, das haben wir jetzt alles aufgenommen, ne? Um halt auch zu gucken, wie du reagierst. Und wir haben auch gemerkt, dass du halt schon ziemlich versucht hast, von deinen Hacks abzusprechen und so weiter. Aber wir haben dich trotzdem getrollt, ne? Und du musst jetzt keine Gedanken machen, wir haben jetzt nichts gegen dich oder so, oder wir sind jetzt auch wegen nichts sauer. Aber ja, wir sind trotzdem ein bisschen angenervt, dass du uns angelogen hast. Ne? Ja. Das hat uns ein bisschen schockiert. Aber trotzdem auf Marktserver. Das dürfen jetzt die Zuschauer entscheiden. Liebe Zuschauer, darf Beastie auf den Arc-Server oder nicht? Schreibt bitte in die Kommentare. Wie gesagt, für uns ist eigentlich klar, ob er es darf oder nicht, ne? Aber das dürft ihr jetzt gerne in den Kommentaren bestimmen. Darf Beastie hier auf den Server? Beastie, du darfst noch gerne was sagen. Ja, Hi, es würde mich sehr freuen, wenn ich auf dem Server dürfte, aber ich wette so über 50% werden Nein schreiben. Das ist ja immer noch 50%. Ne, ich werde eine Umfrage machen und dann wird genau auf Prozent kommt es dann an, ne? Okay. Na gut, das war's mit diesem Troll. Ich hoffe, euch gefallen, ne? Beastie, ja, überlegt immer noch, ob er auf den Arc-Server kommt oder nicht, ne? Aber okay. Naja, das war's dann mit diesem Troll. Wie gesagt, ihr dürft jetzt entscheiden, darf Beastie auf den Server oder nicht. Beastie, du willst auf den Server, ne? Unbedingt. Okay, also ihr wisst Bescheid, Beastie will auf den Server, verspricht auch, sich zu bessern, ob das stimmt oder nicht. Wie gesagt, das können wir jetzt auch nicht mehr glauben. Aber na gut, das dürft ihr jetzt entscheiden. Mach's gut, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Hat dir der Troll gefallen, Beastie? Ja, es war... Unterhaltsam? Lebend. Okay, das freut uns. Na gut, dann, genau, Beastie, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen plappern. Dann mach's gut und dann bis zum nächsten Mal.